In diesem Jahr haben sie im russischen Wochenmagazin Expert eine Analyse zu den Rechtspopulisten in Westeuropa veröffentlicht. Das kam unerwartet. Was hat sie zu diesem Schritt veranlasst? Meine Analyse im Magazin Expert konnte keine Überraschung sein, denn alle Informationen lagen auf dem Tisch. Die Informationen über die Rechtspopulisten sind im Westen vielen Menschen bekannt. Und diese Fakten sind allen Historikern bekannt, die sich mit Frankreich oder Deutschland beschäftigen. Aber aus verschiedenen Gründen wurden diese Informationen in Russland nicht bekannt gemacht. Und es bestand einfach die Notwendigkeit, an diese Fakten zu erinnern und die weißen Flecken zu füllen und zu erklären, warum diese Parteien in Europa so scharf abgelehnt werden, warum 60% der Franzosen nach Meinungsumfragen erklärt haben, dass sie niemals die Nationale Front wählen werden. Diese Informationen sind für uns Russen wichtig, um zu verstehen, wer in Europa unsere Freunde und unsere potenziellen Bündnispartner sind, mit denen wir zusammenarbeiten können und wer seine Versprechen nicht einhalten wird. Veronika Kraschininikova arbeitet als Beraterin der Nachrichtenagentur RIA Novosti. Sie wurde 1971 im nordrussischen Tscherepavetsk geboren. Nach einem Studium in Leningrad studierte sie an der Sorbonne in Paris politische Wissenschaften. Von 2001 bis 2006 war sie Präsidentin des Rates für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, einer Nachfolgeorganisation der Sowjetunion mit Sitz in New York. Sie sind praktisch die erste russische Politikerin, welche öffentlich die ziemlich guten Beziehungen zwischen russischen Politikern und Rechtspopulisten in Westeuropa kritisiert hat. Wie haben die Personen reagiert, welche führende Position in den russischen Medien einnehmen? Wie reagieren die Politiker ihrer Partei, Einiges Russland? Im Grunde habe ich Gedanken geäußert, die eine große Zahl von Experten und Politikern teilt. Einer musste sie an die Öffentlichkeit bringen. Mir wurde diese Ehre zuteil, genauso wie mir die Ehre zuteil wurde, ein Gesetz zu initiieren, nachdem die Nichtregierungsorganisationen, die Geld aus dem westlichen Ausland bekommen, sich als ausländische Agenten registrieren lassen müssen. Das war eine ähnliche Initiative. Es ist offensichtlich, dass in dieser schwierigen, sich ständig ändernden Welt es für uns in Russland wichtig ist, zu verstehen, welche Prozesse in den westlichen Staaten und in Europa und insbesondere in Deutschland und Frankreich, den Säulen der Europäischen Union, ablaufen. Es ist wichtig zu verstehen, was das in Wirklichkeit für Kräfte sind. Der Journalismus ist oftmals oberflächlich. Wir brauchen ein mehr analytisches Herangehen. Und wir müssen breite Kreise unserer Bevölkerung aufklären, um die Position unseres Landes zu erklären. Die Botschaft, welche die Menschen in Russland aus dem Fernsehen erhalten, ist, dass es viele gemeinsame Werte gibt mit den Rechtspopulisten. Zum Beispiel die Achtung der Familie, die Kritik an dem Flüchtlingsstrom nach Europa und die Kritik an der US-Hegemonie in der Welt. Diese Hegemonie ist schon zerstört, aber trotzdem. Sie sagen, dass es Werte der Rechtspopulisten in Westeuropa gibt, die Russland nicht vertritt. Welche sind das? Zunächst zu den ersten von Ihnen genannten Werten. Die Familie war in Russland immer ein Wert. Die Familie hatte eine große Bedeutung in der Sowjetunion. Und es konnte auch gar nicht anders sein.
Aber es ist eine Tatsache, dass die Rechtspopulisten in Europa erbitterte Gegner der Sowjetunion sind. Wie können also diese Rechtspopulisten unsere Verbündeten sein? Ich möchte, dass wir uns auf dem Feld der Außenpolitik und bei unserer strategischen Planung auf wichtigere Fragen stützen als die Familie. Die Familie gibt es in jedem Land. Und über die Bedeutung der Familie, Verbündete im Ausland zu suchen, ergibt keinen Sinn. Das betrifft auch die Position der Rechtspopulisten zu Fragen der LGBT. Lassen Sie uns diese Frage aus der Außenpolitik heraushalten. Bei welchen Fragen gehen unsere Positionen mit denen der europäischen Rechtspopulisten völlig auseinander? Lassen Sie uns darüber sprechen. Eine nationalistische Politik in Russland ist ein Instrument zur schnellsten und schmerzlichsten Vernichtung unseres Landes. Wir haben gesehen, wie der Nationalismus der ehemaligen Sowjetrepubliken und der Nationalismus, der in Russland Ende der 1990er Jahre begann, einen großen Vielvölkerstaat, die Sowjetunion, zerstört haben. Wir haben gesehen, welche blutige Rolle der Nationalismus in Jugoslawien spielte. Der Zerfall von Jugoslawien lief nach dem schlimmsten und blutigsten Drehbuch. Wenn man heute die multinationale Russische Föderation zerstören will, in der die wichtigsten Religionen vertreten sind, ist es das beste Mittel, den Nationalismus und den Streit zwischen den Religionen zu nutzen. Die Islamophobie, welche die europäischen Rechtspopulisten häufig benutzen, können wir unter keinen Umständen akzeptieren. In Russland leben mehr als 20 Millionen Moslems. Wir haben über Jahrhunderte gemeinsam gelebt und uns in einem Staat gemeinsam entwickelt. Und zweifellos finden sich in Russland einzelne Leute, die die Karte des Nationalismus wie in Europa ausspielen wollen. Doch das wird für Russland sehr gefährlich sein. Es gibt in Russland Leute, welche die islamische Karte ausspielen wollen? Ohne Fragen finden sich außerhalb und innerhalb Russlands Leute, welche die Karte der Islamophobie, des russischen Nationalismus ausspielen wollen, um den modernen russischen Staat zu zerstören. Aber mit welchen Kräften in Europa wollen Sie zusammenarbeiten? Mit den Rechtspopulisten wollen Sie nicht zusammenarbeiten. Die großen Volksparteien, SPD und CDU, haben viele Wähler verloren. Gibt es in Europa für Sie noch andere mögliche Bündnispartner? Die Frage ist nicht, was ich möchte und was ich nicht möchte. Die Frage ist, wer in den europäischen Staaten die Macht vertritt. In Deutschland und Frankreich gibt es bestimmte Parteien, die regieren. Ja, viele der lange existierenden Parteien, wie die Sozialdemokratische Partei, werden schwächer. Wir können zu anderer Zeit und ziemlich lange darüber reden, welche Fehler sie alle gemacht haben. Ja, natürlich hat das Establishment noch vor einiger Zeit gedacht, dass das Recht auf die Macht etwas Ewiges ist. Ja, die Sozialdemokraten haben zum großen Teil ihre Grundsätze verraten. Und sie haben ihre Wähler verraten, weil sie eine zu enge Koalition eingegangen sind und weil sie ihre Versprechen nicht erfüllt haben. Und im Grunde ist es schon egal, welche Partei an der Macht ist, weil sie alle ungefähr die gleiche Politik machen. Ein großer Teil der Wähler gibt jetzt eine Proteststimme ab. Es werden Parteien gewählt, die nicht zum alten System gehören. Die Schuld daran tragen vor allem die regierenden Parteien. Warum haben sie eine Politik gemacht, durch welche die Zahl der Protestwähler anstieg und die äußersten rechten Kräfte gestärkt werden? Wie sollen die Gesellschaften in der Welt reagieren auf die Migrationsbewegung, die es jetzt überall gibt? In Mexiko, auf dem Balkan, in Nordafrika. Soll man auf die Menschen schießen? Soll man sie integrieren? Welche Methoden soll man anwenden? Есть очень простой ответ на этот вопрос. Ну
Es gibt eine sehr einfache Antwort auf diese Frage. Man muss die Kriege im Nahen Osten stoppen. Man muss die Zerstörung von Staaten und Häusern stoppen, in denen die Menschen leben. Stellen wir uns ein syrisches oder libysches Familienoberhaupt vor. Wenn deine Stadt bombardiert wird, ist es deine Pflicht und dein intuitives Streben, deine Familie zu retten. Die Menschen streben dorthin, wo man überleben kann. Wenn die Staaten zerstört werden, leidet auch das wirtschaftliche System der Regionen, in denen sich diese Staaten befinden. Was weiß die russische Jugend heute über den Faschismus? Reicht das Wissen? Wissen die Jugendlichen, wie Faschismus entsteht? Was Faschismus ist, wissen wir sehr genau aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Es gibt keine Familie in Russland, die im Zweiten Weltkrieg nicht unter dem deutschen Faschismus gelitten hat. Wir dachten, dass der Faschismus zerstört wurde, aber das ist nicht ganz gelungen. Die Vereinigten Staaten haben nach dem Zweiten Weltkrieg viel dafür getan, um Faschisten nach Südamerika, in den Nahen Osten, in die USA und nach Kanada zu bringen. Bis heute finden Nichtregierungsorganisationen geflüchtete Naziverbrecher. Der Leiter des deutschen Geheimdienstes Abwehr an der Ostfront, Reinhard Gehlen, der sich der Armee von General Patton ergab, gründete mit Unterstützung von John Dulles die Organisation Gehlen, welche über viele Jahre Informationen in der ganzen Welt sammelte und gegen die Sowjetunion kämpfte. Im Jahre 1956 wurde Gehlen der erste Leiter des Bundesnachrichtendienstes. Der Nazi-Apparat wurde neu aufgebaut. In Frankreich wurden nicht alle Mitglieder der Regierung Vichy ins Gefängnis gesteckt. Nach dem Krieg entwickelten sich die neuen Rechten, wieder so eine seriöse Bezeichnung, welche den Faschismus in eine für die westlichen Regierungen annehmbare Form umarbeiteten. Das Hakenkreuz war natürlich verboten, als klares Symbol des faschistischen Regimes. Während des Kalten Krieges entwickelten Kollaborateure und Neofaschisten eine neue Sprache, ein neues Verständnis des modernen Faschismus. Diese Periode des Übergangs von den Generälen im Dritten Reich zu den Skinheads, den Rassisten und den Anhängern einer weißen Vorherrschaft, den Nazis und Faschisten, kennen wir in Russland sehr schlecht. Aus den Anhängern dieser Strömungen bilden sich heute die äußersten rechten Kreise. Heute sehen wir zum Beispiel bei den Demonstrationen in Chemnitz einen Block mit offenen Nazis, die NPD und ähnliche Kräfte, die antimigrantische Bewegung Pegida und die Anhänger der Alternative für Deutschland. Verstehen Sie, welche Gefahr besteht? Natürlich sind es nicht alles Faschisten, aber sie wählen alle die gleiche Partei. Von 2008 bis 2012 gab es in Russland Vorfälle wie Morde an Migranten. Es gab den russischen Marsch, der ziemlich aggressiv war. An dem Marsch beteiligten sich 10.000 bis 12.000 Personen. Dann verebbte diese Welle auf fast null. Wie kam das? Die Beispiele, die Sie gebracht haben, zeigen,
dass für Russland ein extremer Nationalismus auch sehr gefährlich ist. In unserem Land gibt es viele Menschen und Migranten, die extreme Rechte als Feinde und in Anführungsstrichen als nicht genug weiß bezeichnen können. Und die Morde, welche sich in jenen Jahren ereignet haben, sind natürlich sehr gefährlich. Warum diese Mordwelle abgeebbt ist? Nun, erstens, weil die Rechtsschutzorgane sich sehr ernsthaft mit den Führern dieser Gruppen beschäftigt haben. Die Mehrheit der Anführer dieser Gruppen sitzt im Gefängnis. Das war ein richtiger Schritt. Ein zweiter Grund ist, dass viele von diesen extremen Rechten in die Ukraine gefahren sind, um dort zu kämpfen. In den letzten Jahren haben sie dort militärische Operationen durchgeführt. Dadurch sind sie noch gefährlicher geworden, weil sie praktische militärische Erfahrungen gesammelt haben. Ich möchte noch etwas zu der Frage sagen, was wir vom Faschismus heute wissen. Wenn man den 10 Millionen Menschen, die sich am Marsch des Unsterblichen Regiments beteiligen, diese Informationen über die wahre Natur der europäischen Rechtspopulisten geben würde, würden diese Menschen alles sehr schnell verstehen und sie würden sehr schnell sagen, wer unsere Freunde und wer unsere Feinde sind.